Ja, hallo, ich bin die Jenny Soy von Start Your Art. Start Your Art ist das erste Online-Auktionshaus für junge Kunst. Wir haben uns speziell auf junge Kunst spezialisiert, das ist eigentlich einzigartig. Wir wählen die Kunstwerke und die Künstler sehr sorgfältig aus, die bei uns auf der Seite sind. Wir zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie ihren eigenen Stil haben, dass sie handwerklich auch wirklich gut sind, also dass sie wirklich ihre eigene Handschrift haben. Also für uns ist natürlich wichtig, dass so ein Drucker brillante Farben hergibt, um auch die Kunstwerke, wenn wir zum Beispiel Zertifikate für unsere Kunden drucken, dass die auch ziemlich nah aussehen wie das Original. Wir waren sehr überrascht, als der Drucker ankam, dass er so klein war und so eigentlich auch ein hübscher Drucker ist im Vergleich zu anderen sehr recht klobigen Geräten, gerade weil es ein Multifunktionsgerät ist mit Fax, mit Kopierer, mit Scanner. Ja, und dass es wirklich so ein schönes Gerät ist, der sich auch gut in das Ambiente einfügt. Die Installation ist so, dass wirklich jeder sich einfach hinsetzen kann, CD rein, Drucker auspacken und los geht's. Wir benutzen den Drucker hier in einem großen Büro. Hier sitzen bis zu 10 Leute und das ist natürlich wichtig, dass alle ganz einfach darauf zugreifen können, per WLAN oder per Netzwerk. Und das funktioniert sehr schnell und sehr komfortabel. Also der Drucker besitzt ja ein Touchscreen, was sehr intuitiv zu bedienen ist. Man ist das ja gewohnt durch die Smartphones, iPhones, dass man sich einfach durch das Programm durchscrollen kann. Und das funktioniert sehr gut, weil auch sehr ansprechende Piktogramme da sind, die sehr leicht verständlich sind. Die Druckqualität ist bei uns besonders wichtig, weil wir natürlich Kunstwerke wiedergeben. Die Farben müssen da schon sehr nah an dem Original sein. Wir liefern unseren Kunden beispielsweise auch Zertifikate mit aus und da ist natürlich wichtig, dass die Qualität auch stimmt. Wir drucken hier auch öfter mal DIN A3 aus, weil manchmal bekomme ich zum Beispiel Bewerbungen, wo Künstler ihre Kunstwerke mitschicken und das ist manchmal ganz schön, wenn man die auch ausdrucken kann, sich mal an die Wand hängen kann, um einen besseren Eindruck zu bekommen. Ist mal ein bisschen was anderes, als immer nur am Bildschirm die Kunstwerke zu sehen. Dieses DIN A3 ist eine große Arbeitserleichterung, gerade wenn man Präsentationen und so weiter vorbereitet. Das ist ja nicht normal, also ist eher die Ausnahme, dass ein Drucker das in der Form kann. Der Drucker hat zwei Papierkassetten, was sehr von Vorteil ist, plus noch einen Einzug, einen manuellen. Und was natürlich schön ist, wenn man mal das Papier wechselt. Zum Beispiel für ein Anschreiben brauche ich ein anderes Papier, als wenn ich jetzt Fotografien ausdrucke. Der automatische Einzug ist auch eine sehr praktische Sache, gerade wenn man Dokumente scannen oder kopieren muss. Sei es jetzt für die Steuererklärung oder für sonstige Dinge. Man legt einfach den Packen Papier oben rein und los geht's. Bei mir kommt es beim Drucken und Kopieren darauf an, dass es schnell geht, dass die Qualität stimmt und dass der Geräuschpegel nicht so laut ist. Also der Scanner an dem Gerät gefällt mir besonders gut, gerade wenn man ein Originalkunstwerk auch schon mal zwischendurch auf den Scanner legt, um halt sich das Fotografieren zu ersparen. Und wir haben auch öfter dickere Objekte und das funktioniert mit dem Gerät auch sehr gut, weil da noch so ein Scharnier drin ist, dass man auch dickere Objekte oder vielleicht auch dickere Bücher auf die Vorlage ein Glas legen kann. Was sehr praktisch ist, der Fotodirektdruck. Über das Touchscreen kann man sich sogar die Fotos einzeln aussuchen, direkt über das Gerät ausdrucken, ohne sich jetzt die Bilder runterzuladen. Das Gerät besitzt ja verschiedene Zertifikate, unter anderem einen blauen Engel und auch, dass es energieeffizient arbeitet. Gerade wenn man in so einem Büro sitzt, wo viele Geräte laufen, dann gibt es einem schon ein gutes Gefühl, wenn man ein bisschen was zum Klimaschutz beitragen kann. Wir sind sehr zufrieden mit dem Gerät. Wird hier viel benutzt, rundum zufrieden.